Wenn man jetzt hierher kommen möchte in das Internat, in den Stützpunkt und bei dir ins Training im Grunde, was muss da für Voraussetzungen gegeben sein? Da sind mehrere Wege. Für die Mädels, die hier aus dem Bundesland kommen, die würden gesichtet durch die Landestrainer. Wir reden von Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern, ja. Hier, ja. Die hier im Bundesland sind, die würden gesichtet von unseren Landestrainer und würden dann eingeladen für eine Probewoche, wann wir da Potenzial sehen. Machen hier eine Probewoche und würden dann vielleicht eingeschult oder wann die hier wechseln wollen, können die hier reinkommen. Für Spielerinnen von außerhalb MacPom ist der Standardweg eigentlich über der Nazio-Sichtung in Chiembaum, die einmal pro 2 Jahre stattfindet. Da würden die beste, sag mal, 60 Mädels von einem Jahrgang, von einem Doppeljahrgang eingeladen und die beste davon würden dann eingeladen, um Bundeskader zu werden. Und die würden dann über die Stützpunkte bekommen, die eine Empfehlung, an welchem Stützpunkt sie wechseln sollen. Und können dann kommen. Genau, die Bundessichtung in Chiembaum ist gerade gewesen. Also wir haben es jetzt Anfang Dezember, wo wir dieses Video hier aufzeichnen. Es war jetzt gerade im November 2016, also vor wenigen Tagen kann man fast noch sagen, war die Sichtung. Und du hast gesagt, da kommen dann so ungefähr 60 Spielerinnen aus ganz Deutschland, also von allen Landesverbänden, die wir haben. Und vorrangig sind dann die aus Mecklenburg-Vorpommern, die hier an diesen Stützpunkt können, weil andere Bundesländer haben eigene Stützpunkte. Naja, wir haben mehrere Stützpunkte. Unser Hauptstützpunkt ist in Berlin für Halle und Beach. Dann haben wir Dresden, Stuttgart, Münster und Schwerin für Halle. Und im Prinzip wird es so verteilt, dass die Spielerinnen aus dem eigenen Bundesland im Prinzip zum eigenen Stützpunkt wechseln. Und danach gucken wir, nach welche Spielerinnen in welche Bundeslande nicht versorgt sind und was dann den beste Weg sein kann für so eine Spielerin. Das ist entweder wir gucken geografisch nach Abstand zum Beispiel oder auch nach, wo die Spezialitäten liegen von einem bestimmten Stützpunkt. Zum Beispiel Spielerinnen, die mehr im Bereich kombiniert ausgebildet werden sollen, so wo der Schwerpunkt mehr auf Beach liegt, wird wahrscheinlich ein anderer Stützpunkt empfohlen als Spielerin, wo wirklich nur Halle angesehen ist. Und die unterschiedlichen Stützpunkte haben auch unterschiedliche Stärke von Typen Spieler, die ausbilden können. Und das spielt dann auch mit in die Verteilung.